Sympathie, Freundschaft oder Liebe? Das zwischenmenschliche Zusammensein ist nicht immer einfach. Wir lernen schon früh im Leben, dass nicht alle unsere Gefühle für die Außenwelt bestimmt sind oder gut ankommen. Die Angst vor einer Blamage oder Zurückweisung ist allgegenwärtig und in bedauerlicher Weise auch mit dem Erwachsenwerden und dem Erwachsenensein nicht ab. Schwärmen wir für jemanden, ist es manchmal besonders schwierig zu erkennen, ob unsere Gefühle erwidert werden oder nicht. Gerade wenn wir mit diesem Menschen befreundet sind oder zusammenarbeiten müssen, riskieren wir lieber nichts als alles. Wir verehren und bewundern unsere Angebeteten dann vorsichtshalber aus der sicheren Ferne. Woran du erkennen kannst, ob jemand solche heimlichen Gefühle für dich hegt, verraten wir dir in unserem heutigen Video. Nummer 1. Sie suchen aktiv deine Nähe. Wenn wir verliebt sind, möchten wir jede Minute des Tages in Gegenwart unserer Angebeteten verbringen. Hier sprechen nicht nur tiefe Gefühle aus uns, auch die Evolution hat an der Stelle ein Wörtchen mitzureden. Unser Körper sehnt sich nach Kontakt zum Objekt unserer Begierde und wir nutzen jede sich bietende Gelegenheit, um Nähe und Berührung irgendwie zu ermöglichen. Manche Menschen erweisen sich dabei als ganz schön einfallsreich und greifen munter in jede Trickkiste, die sie ihrem Schatz näher bringt. Viele Normen und Regeln machen es schwierig in der heutigen Zeit, einfach so bei jemandem völlig grundlos vorbeizuschneien. Außerdem sind wir analoge Protagonisten in einer digitalen Welt. Wer geht heute noch freiwillig von Büro zu Büro oder Haustür zu Haustür, wenn er genauso gut eine Textnachricht über die unzähligen zur Verfügung stehenden Kanäle versenden kann? Wahrscheinlich kommt uns diese Form der persönlichen Kontaktaufnahme schneller verdächtig vor, als es dem Menschen, der unsere Nähe sucht, lieb ist. Nummer 2. Selbst Kleinigkeiten bleiben in Erinnerung. Wer liebt, der achtet auf jedes Detail und möchte nichts verpassen, was mit der Frau oder dem Mann seiner Träume zu tun hat. Wenn es einen Menschen in deinem Umfeld gibt, der sich jede Anekdote merkt, die du zum Besten gibst und dich sogar nach deinem Besuch beim Zahnarzt fragt und anderen nicht gerade weltbewegenden Dingen, dann ist erhöhte Aufmerksamkeit im Spiel. Dieser jemand hat dich im Auge, vermutlich weil er ein Auge auf dich geworfen hat. Es braucht schon etwas Mühe und Anstrengung, um einen Menschen wirklich und wahrhaftig kennenzulernen. Und genau hier unterscheidet sich die Spreu vom Weizen. Wer uns ehrlich zugetan ist, möchte möglichst viel über uns in Erfahrung bringen. Sie oder er möchte sich mit uns freuen, scheut aber auch das Leid nicht und teilt es bereitwillig mit uns. Liebe achtet immer auf Details. Wer es hingegen nicht der Mühe wert findet, dich zu fragen, wie es dir geht oder gar Wichtiges nicht präsent hat, dem liegst du nicht am Herzen. Nummer 3. Man stellt dir Fragen über Fragen. Ein Dialog in der heutigen Zeit ist meistens das genaue Gegenteil. Ein Monolog, Ende ungewiss und nicht absehbar. Viele Menschen müssen anscheinend jede sich bietende Gelegenheit nutzen, um ihre Meinung kundzutun oder mit ihrer Lebensgeschichte auf Tournee zu gehen. Wir sind es schon fast nicht mehr gewohnt, dass jemand im Rahmen einer Unterhaltung Fragen stellt und aufrichtig interessiert an uns zu sein scheint. Nicht so, wenn jemand heimlich verliebt in uns ist. Dieser Mensch will alles, alles, wirklich alles von uns wissen. Kein Detail aus unserem Leben ist uninteressant oder kann seiner Meinung nach vernachlässigt werden. Du wirst es ziemlich sicher bemerken, wenn du keinen solchen Kandidaten triffst. Ob jemand nur neugierig und indiskret ist oder wirklich den Herzenswunsch hegt, dich näher kennenzulernen, erkennst du übrigens an den Augen. Ein tiefer Blick sagt bekanntlich mehr als 1000 Worte. Und ehrliches Interesse ist von der Gier nach Tratsch und Klatsch sehr leicht zu unterscheiden. Nummer 4. Sie oder er verteidigt dich.
Jetzt wird es romantisch und kriegerisch zugleich. Aus dieser Reaktion spricht ganz klar unsere Biologie und unsere Bestimmung, unseren Stamm, unsere Sippe und unsere Liebsten um jeden Preis zu verteidigen. Wer dich in Schutz nimmt und im Fall von Anfeindungen für dich eintritt, hat echtes Interesse an deinem Wohlergehen. Diese Technik funktioniert übrigens auch ganz ohne Worte. Achte darauf, wenn Männer schützend ihre Hand an den Rücken einer Frau halten. Sie müssen sie dabei gar nicht berühren, die bloße Geste reicht. Sie ist eine durch und durch archaische Reaktion auf Situationen, in welchen der Partnerin oder Herzdame Ungemach droht. Und natürlich funktioniert das Ganze auch umgekehrt. Frauen legen ihren Männern die Hand auf den Arm oder umfassen ebenfalls ihren Rücken, wenn die Lage instinktiv Zusammenhalt erfordert. Fakt ist, tritt jemand für dich ein, bist du ihm wichtig. Sich vor dich und gegen alle anderen zu stellen, erfordert Mut und Überwindung. Beides geht uns nicht mit Leichtigkeit von der Hand, außer natürlich unser Herz rät uns dringend dazu. Nummer 5. Eure Wege kreuzen sich ständig. Nenn es Zufall, Schicksal oder Strategie. Wieso, warum und weshalb es passiert, ist beinahe nebensächlich. Tatsache ist, wer verliebt in uns ist, kann gar nicht anders, als konsequent unsere Nähe zu suchen. Das kann ganz bewusst herbeigeführt werden, aber auch tatsächlich dem Unbewussten geschuldet sein. Besonders schön und romantisch finden wir natürlich die Vorstellung, dass höhere Mächte hier die Finger im Spiel haben und zusammenbringen wollen, was ihrer Meinung nach zusammengehört. Wenn wir lieben, dann wachsen uns Flügel und ungeahnte Kräfte in uns werden freigesetzt. Wir können dann im wahrsten Sinne des Wortes Berge versetzen und über glühende Kohlen gehen. Wer liebt, dem ist nicht zu schwer oder gar unmöglich. Unser heutiges Fazit: Liebe ist, niemals aufgeben. Heimlich verliebt zu sein ist meistens kein Spaß. Wir hadern ständig mit unseren Gefühlen und wägen jedes Feedback daraufhin ab, ob nicht doch die Chance auf Gegenliebe besteht. Jeder Teil von uns möchte mit diesem Menschen zusammen sein und das am liebsten 24 Stunden täglich. Bis wir uns endlich dazu aufraffen, unseren Angebeteten unsere Gefühle zugestehen, kann es lange dauern. Oft merken wir auch instinktiv, dass es keine gute Idee wäre und wir mehr zerstören als gewinnen würden. Doch manchmal haben wir auch Glück und Amor ebnet uns auf wundersame Weise den Weg. Wenn dir unser heutiger Beitrag gefallen hat, dann schau gern auf unserer Homepage vorbei. Dort findest du viele spannende Themen zum Nachlesen. Den Link hierzu findest du in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.